Und weiter geht's. Wir suchen uns weiter den Weg durch dieses Hochhaus. Und das gehört immer noch zur... Hilf mir da Miss hoch. Ich seh mich um. Okay. Zur Demo, die man halt zocken konnte, wenn man God of War 3 vorbestellt hat. Wir schauen erstmal fix hier dahinter. Da ist nämlich noch was. Wuhu. Was drinne? Nichts. Okay. Klettern wir erstmal hier hoch. Ah ne, wir helfen ja erstmal. Hoch mit dir! Okay. Jetzt noch die Kleine. Kommst du? Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Achso, sie macht das wieder mal von selbst hier. Die braucht nicht meine Hilfe. Okay. Und jetzt ich. Los. Komm, Groot. Na los. Zieh. Okay. Sehr gut. Rika? Scheiße. Los, los, los. Oh, 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 oh. Der erste Klicker, der erste Infizierte hier. Also, nachdem der uns per Skript angefasst hat hier, kommt jetzt der erste, gegen den wir richtig kämpfen müssen. Okay. Erstmal abgelenkt. Wir nehmen auch noch eine Flasche mit. Und gehen hier fix nach drüben. Ellie, du bist bei uns? Ja. Ich würde sagen, wir werfen das mal nach da. Nehmen noch so einen Stein mit. Da können wir raus. Über los, 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 los. Ja, dann gib Gas. Können wir dem das eigentlich auch an den Kopf werfen? Wo ist denn der hin? Ach, dann eben nicht. Gehen wir weiter. Erstmal hier runter, da ist ein Medikit. Ich glaube, das war's. Ellie. Heb auf. Medikit, ja. Er futtert einen Tropfen und ein Blatt Papier. Okay. Alles klar. Bis auf die volle Hose. Alles klar. Volle Hose. Na lecker. Dann los. Moment. Ah, okay. Ziehen wir das Ding mal weg, ja? Oder? Ja, ziehen. Zieh, zieh, zieh. Joel, gib dir Mühe. Alles klar. Kommt bitte, runter. Damen. Okay. Komm. Und drüber da. Treppe ist dicht. Die Treppe. Verrückt. Wie wähle ich überhaupt diesen komischen... Nicht nach unten. Das Holz hier auf meinem Rücken aus. Ein Messer kann ich bauen und ein Medikit kann ich bauen. Wir machen mal ein Medikit. Ein Messer meine ich. Das Medikit... Ja doch, eigentlich können wir das Medikit auch direkt machen. Ah, wir können sogar noch eins bauen. Ja, wir machen erstmal noch ein Medikit hier. Damit wir davon mal schon noch eins haben. Wow, 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 wow. Komm schon, weil da kann man nämlich mit dem Messer schneller lautlos ausschalten. Weil, wie gesagt, ist alles noch Demo-Gameplay hier gerade. Und da kommt nämlich gleich einer, der steht mit dem Rücken zu uns. Und den werden wir jetzt einfach mal wegmeucheln. Ja, mach jetzt die Taschenlampe aus. So dunkel ist hier noch auch wieder nicht. Gibt's hier noch was? Hier gibt's noch einen Stock. Der ist aber nicht besser als den, den wir sowieso schon haben. Ne, wir gehen jetzt mal weiter. Was liegt hier noch? Munition. Zum Ausrüsten gedrückt halten. Neue Waffe, Revolver. Okay. Können wir die mit der Pistole nehmen oder ist das jetzt... Waffenplätze. Du kannst mehr Waffen mitnehmen, als du Halfter hast. Zusätzliche Waffen werden in deinem Inventar abgelegt und können gegen eine ausgerüstete Waffe ausgetauscht werden. Wähle eine Waffe aus zum Austauschen aus. Halte X gedrückt, um dein Inventar aufzurufen. Ah, okay. Alles klar. Probieren wir mal fix. Und das machen wir halten. Alles klar. Okay, wir bleiben aber erstmal bei der M9. Gehen weiter. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Hallo?
Achso, ich muss die jetzt auswählen, oder was? Ja, jetzt lass mich endlich weiter. Sehr gut. Ein Runner? Ich sehe mir das an. Bleib bei dem. Ah, da vorne, okay. Genau. Ihr bleibt hier und ich guck mir die ganze Sache mal an. Wo haben die entdeckt? Ich sehe nicht. Okay, weiter geht's hier. Wir gehen hier runter. Oh, eine Eisenstange. Die hält mir aus. Das nehmen wir. Habe ich da jetzt eigentlich... Wie wähle ich denn die aus? Nahkampfwaffe. Ist das wirklich nur so... Achso, wenn ich jetzt Viereck drücke, macht er das bestimmt. Na egal, wir gehen erstmal weiter. Wir wissen ja, was wir zu tun haben. Da ist nämlich einer. Genau den meine ich. Den werden wir uns nämlich jetzt schnappen. Und weg ist er. Und wie gesagt, ist gerade alles noch Demo-Gameplay. Hier hinter der Steinmauer sind jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Leute. Und die werden wir jetzt mal ein bisschen sneaky ausschalten. Oder zumindest versuchen, das zu tun. Sind alle infiziert, die ganzen Leute? Oh, 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 oh. Ich dachte schon, der hat uns mitbekommen. 2 Leute. Ich glaube, hier noch weiter links steht noch einer. Bin mir da aber gerade nicht so sicher. Aber der eine haut auf jeden Fall ab. Wir können ja mal... Kommt da jetzt einer? Ne, hat keiner gerafft von denen. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde ehrlich gesagt auch nicht unbedingt Munition benutzen wollen. Wow, 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 der ist aber ganz schön nah. Wollen wir den hier einfach mal schon. Aber jetzt, wenn der jetzt, vielleicht hört er das jetzt. Da ist er. Oh, 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 oh. Der rafft uns echt gar nicht, oder? Boah, fuck! Bam! Ihr Wichser, haut ab! Fuck, 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 fuck! Nein! Lass mich in Ruhe! Ach du Scheiße, da ist man direkt tot? Das ist ein Instant Death? Verdammte Scheiße! Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, jetzt müssen wir hier echt intelligent vorgehen. Also ohne Scheiß, wir können ja uns gar nichts leisten gerade. Wir können uns auf keinen Fall Fehler leisten. Ich bin jetzt schon wieder verreckt. Das ist auf keinen Fall gut. Wieso ist nun überhaupt nach einem Stich das Messer mal schon weg? Kann man das nicht wieder mitnehmen irgendwie? Okay, wie machen wir das da jetzt? Also es sind 2 Runner und ein Klicker. Der eine Runner ist gerade weg. Da sitzt der Klicker und da ist der andere Runner. Und wir können ja aber keinen so ernsthaft ausschalten. Doch, wir konnten doch noch ein Messer machen, oder? Dann machen wir noch eins. Und jetzt warten wir mal. Mann, das ist ja echt ganz schön übel. Und ich spiele auf normal. Bei dem liegt da irgendwas. Munition, oder? Wo ist denn der andere Runner? Der Klicker bewegt sich auf jeden Fall nicht. Der eine Runner läuft immer eine Runde und der andere. Wenn ich jetzt wüsste, wo er ist. Wow, 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 wow. Ich hätte jetzt Munition greifen können, schade. Okay, jetzt kommt der. Den locken wir mal weg von der ganzen Gruppe da. Und versuchen den jetzt irgendwie, wenn er sich dann wieder wegdreht, um zurück auf seine normale Route zu laufen. Oh, 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 oh. Scheiße! Lauf, 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 Joel! Lauf! Ah, fuck it! Lauf! Ach, Scheiße! Erstmal den hier, erstmal den Instant! Was ist los? Hallo? Scheiße.
Hey. Ah, wir können auch hinten rum. Okay. Leute, jetzt gebe ich mir Mühe. Jetzt machen wir das. Erstmal Licht aus. Ach so. Na, hätte ich das gewusst, Alter. Dann kann er hier ganz easy solche Runden laufen. Erstmal die Stange hier aufheben. Der läuft da lang, okay. Na toll, hier übelst schon zwei Devs kassiert für so einen sinnlosen Scheiß. Ach fuck, jetzt habe ich den einen vergessen, der sowieso die ganze Zeit da rumsteht. Oh fuck! Bam! Flasche! Oh fuck, lauf, Joel! Shit, Alter, drei Devs in der einen Stelle, ja. Fuck it! Müssen wir uns mal fix hier lang bewegen. Müssen den jetzt erstmal ausschalten. Das ist jetzt unser erstes Ziel, den da auszuschalten. Weil der läuft hier einfach eine Runde durch, hätte ich das gewusst. Der ist erstmal weg. Was liegt hier drinne? Medikit. Drei Devs, ja. Was liegt denn da noch? Das ist voll. Die Flasche nehmen wir mal noch mit. Da ist der noch. Fuck, Alter. Das ist ja ganz schön übel. Jetzt schalten wir erstmal noch den anderen aus da. Die Metallstange nehmen wir noch mit. Stirb, 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 stirb. Ganz ruhig, Kollege. Okay. Das hätten wir jetzt schon mal. Zwei von, keine Ahnung, drei oder vier Leuten. Oh, fuck. Fuck, wo ist der? Kann ich jetzt noch das Messer machen? Ja, jetzt bauen wir noch das zweite Messer hier. Das ärgert mich gerade echt, dass ich hier so übelst gefailt habe. Wie schalte ich denn die am besten aus? Weil den Klicker muss ich auch noch irgendwie killen. Dort ist noch einer. Ich muss noch zwei killen, bevor ich den Klicker mir vornehmen kann. Und der steht auf jeden Fall einfach nur rum. Wir könnten dem ja einfach mal einen Headshot geben. Ich weiß ja nicht, ob ich den einfach abstechen kann. Okay. Der läuft jetzt hier gleich an uns vorbei. Den schnappen wir uns jetzt. Okay, gut, 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 gut. Perfekt. Da ist sogar Munition dabei. Jetzt haben wir hier noch den Klicker. Und den da. Und den müssen wir uns jetzt noch irgendwie schnappen. Den müssen wir jetzt noch irgendwie wegwirken und dann verpassen wir dem Klicker eine Kugel in den Kopf. Okay. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, was der vor Runden läuft. Nicht, also ich will dem jetzt nicht direkt vor die Fresse laufen. Am Ende kommt der Klicker angerannt und macht mich wieder instant tot. Die sind echt übel, die Viecher. Aber man muss ja, ne? Man lernt immer nur an seinen Fehlern. Deswegen musste das jetzt erstmal passieren, damit ich in Zukunft wissen kann und... Oh, oh, oh. Kommt der hier rein? Der kommt hier aber nicht durch, oder? Wo ist der? Da ist jetzt. Jetzt ist er mit dem Rücken zu uns. Jetzt holen wir uns den. Und jetzt stirb, 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 stirb. So, jetzt machen wir uns zum Klicker und ohne Mist, ich weiß nicht, ob da jetzt ein Schuss reicht. Ich werde mir jetzt schön in den Schädel ballern und dann hoffe ich mal, dass er tot ist.
Nee, reicht nicht. Verreck, Mann! 3 Schuss? Holy fuck. Okay, aber wir haben es überstanden. Okay, ihr könnt kommen. Hat der was dabei, ne? Alter. Mir ist jetzt gerade echt ein bisschen warm geworden. Munition. Gar nicht schlecht, Lois. Gar nicht schlecht, Alter. Weißt du, was das für ein Stress war? Verschwinden wir von hier. Ja, aber echt. Lass uns hier verpissen von dem Ort. Das ist ja einfach nur scheiße hier. Den Stein nehmen wir noch mit. Und weiter geht's. Und hier wäre jetzt auch die Demo geendet. Also jetzt geht's weiter mit meinem Unwissen. Also ich kenne mich jetzt hier weiter nicht aus. Was gibt's hier noch? Aber wir müssen auf jeden Fall alles mitnehmen. Weil wie gesagt, die Messer sind ganz gut, weil die ja relativ schnell die Leute ausschalten. Und aber das Zeug für die Messer zu finden ist halt nicht immer leicht. Das können wir ziehen, da können wir bestimmt hier irgendwo hochklettern. Oder, ah ne, müssen wir bestimmt runterwerfen. Munition gibt's gerade ganz gut. Nehmen wir auf. Achso, wir müssen die Tür sozusagen entriegeln. Zieh, Joel! Gib dir Mühe! Ah, zieh! Ja, gib dir Mühe! Los, los, los! Mädels, kommt! Ja, lass los! Häng dran wie so ein Affe! Lass los, Mann! Achso, der muss das halten, weil das nach vorne rollt. Komm, macht mal ein bisschen hinne! So, lass das stehen, ich kletter drüber. Okay, ist gut. Okay, und unsere Mädels hier folgen wir in der nächsten Folge. Und da kommt jetzt der Cut, wie ihr schon euch denken könnt. Bye, bye!